Female Leadership Booster, der Podcast Deutschlands, der sich zur Aufgabe gemacht hat, starke Frauen vorzustellen, um ihre Arbeit und Herausforderungen zu beleuchten. Damit Frauen, egal welchen Alters, Vorbilder finden können, sich motivieren und inspirieren lassen, ihren Weg zu gehen. Wir schauen uns Frauen in Führung an und finden heraus, was Männer und Frauen unterscheidet, wie Frauen diese Unterschiede zu ihrem Vorteil nutzen können, um noch erfolgreicher zu sein. Heute freue ich mich besonders auf einen ganz besonderen Gast, und zwar auf Sophie. Und Sophie ist nicht nur erfolgreiche Architektin, sie hat ein Architektenbüro, kann man das so sagen, Büro, gemeinsam mit ihrem Mann und einem weiteren Partner. Sie hat mittlerweile 9 Mitarbeiter, betreut gerade 6, 7 Großprojekte. Die Kleinen hat sie gar nicht mitgezählt. Sophie ist 36 Jahre jung und hat sich bereits mit 31 Jahren selbstständig gemacht und ist jetzt im 6. Jahr selbstständig mit dem Büro. Ich muss sagen, ziemlich erfolgreich. Und bevor wir dazu kommen, wie Sophie eigentlich das alles geschafft hat, möchten wir einmal den Schwenk so ein bisschen in die Kindheit legen, um zu schauen, ob es Vorbilder gab, Mentorinnen, Lebensmotti heißt das, ne? Und was dich so angetrieben hat. Sophie, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Gerne, gerne. So, wenn ich jetzt mal deine Mutter frage, ich finde das immer sehr interessant, die Mütter. Wenn ich jetzt deine Mutter frage, sag mal, was macht Sophie eigentlich so? Was würde sie denn antworten? Oh ja, schwierige Frage und gute zugleich. Also ich glaube, im ersten Moment würde sie sagen, sie ist Architektin, hat ein Büro, ist selbstständig und hat sich vielleicht auch tatsächlich so den Weg gelegt, wie sie es sich vielleicht auch erhofft hat, so dass wir selbstständig sind. Unabhängig von Männern ist sie auch immer sehr wichtig gewesen und dass wir natürlich auch einfach glücklich und zufrieden sind mit dem, was wir machen. Ja, und das ist ein gutes Stichwort, unabhängig von Männern. Mhm. Ist das so etwas gewesen, was deine Mutter dir so mitgegeben hat von Anfang an oder hat dich das begleitet? Ja, sie war ja natürlich auch immer sehr unabhängig, hat 6 Kinder bekommen, hat währenddessen Medizin studiert, hat eine eigene Praxis. Also hat sie uns das ja auch schon irgendwie so ein bisschen vorgelebt. Und man kriegt es ja auch als Kind so ein bisschen mit irgendwie. Es ist ja auch ein bisschen so ein Generationsding, dass sich viele in dem Alter haben scheiden lassen. Und dass dann viele Frauen einfach irgendwie abhängig waren von ihren Männern oder sich nicht trennen wollten, weil sie keinen eigenen Job hatten, keinen Beruf und eben abhängig von den Männern. Und deswegen, das habe ich schon als Kind so mitbekommen und es war mir eben auch immer wichtig, dass ich... Und jetzt sagst du, deine Mutter ist ja Ärztin mit einer eigenen Praxis. Ist das sowas gewesen, diese Unabhängigkeit, die du auch dann früh angestrebt hast? Oder war das eher abschreckend, weil wenig Zeit war? Oder war das erstrebenswert? Ja, doch schon irgendwie. Also ich habe das auch immer bewundert, dass sie das alles so gut hinbekommen hat mit Kindern. Und auch diese Organisation, sie hatte ja dann ihre Praxis auch mit im Haus und war auch immer für uns da trotzdem. Also sie hat das auch ganz gut gemanagt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich meine Mutter nicht hatte in der Kindheit. Von daher war das, ist das schon ein Vorbild gewesen eigentlich. Mhm. Und wenn du jetzt zurückschaust auf deine Kindheit, deine Mutter hatte die Praxis und dein Vater war wie lange da? Die haben sich ja scheiden lassen. Wie alt warst du da? Da war ich ungefähr 12. Mhm. Ja. Warte mal, du bist von den 6 Kindern die vierte. Die vierte. Also nach dir kommen noch 2. Genau. Ja, okay. Richtig. Gut, also du warst 12. Genau. Ja, also eigentlich haben meine Eltern das ganz gut gemanagt. So. Ich muss jetzt auch nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Trauma von mir war, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen. Mein Vater war dann halt immer am Wochenende da, hat noch was mit uns gemacht und unter der Woche hat er sowieso immer viel gearbeitet. Also von daher war es eigentlich, glaube ich, gar nicht so ein großer Unterschied für uns, dass er dann irgendwann nicht mehr bei uns gelebt hat. So. Ja, okay. Und wenn du dann weitergehst zur Schulzeit, gibt es da Frauen oder auch Männer, Lehrer, die dich da inspiriert haben, die dich motiviert haben, wo du sagst, boah, das ist jetzt ein Satz gewesen oder sowas, der mich geprägt hat oder der mir irgendwie geholfen hat, den Weg zu finden, den du gegangen bist? Eigentlich, nee, ist mir jetzt nicht so
im Bewusstsein geblieben. Ich kann mich immer nur noch daran erinnern, dass irgendwie meine Mutter das immer ganz toll fand, dass meine Schwester, also meine große Schwester Rike, immer sehr technisch begabt war. Also wenn immer irgendwas bei uns kaputt war mit dem Videorekorder, Fernseher, hat meine Mutter immer Rike gefragt so und fand das dann immer so toll und hat sie immer so gelobt und dann ging das bei mir auch immer so ein bisschen in die Richtung, dass ich immer dachte, so, ich bin auch technisch begabt. Vielleicht hat mich das dann auch so ein bisschen motiviert, so in die Richtung zu gehen. Jetzt seid ihr ja drei Mädels und drei Jungs, ne? Ja. Es hört sich aber sehr nach Frauenpower mehr an. Oder inwieweit waren deine Brüder jetzt auch mit an vorderster Front und haben dann den Tag mit organisiert gestaltet? Ihr habt da ja auch sehr viel selbstständig gemacht. Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass natürlich dann der Vater irgendwann im Alltag nicht mehr so dabei war und meine Mutter natürlich als Powerfrau dann schon so den weiblichen Part dann übernommen hat. Aber letztendlich, meine Brüder sind ja dann auch, wir sind da relativ weit auseinander, sind dann irgendwann auch ausgezogen und haben ja tatsächlich nicht so technische Berufe gewählt, ne? Wohingegen die Frauen, also bis auf Feline, also mein Rieke hat ja auch Umwelttechnik studiert, und unsere Brüder eben Tänzer und Polizist. Bist du Tänzer? Ja, von daher. Wobei jetzt ist der Nico ja auch. Genau, ist jetzt auch Kapitän. Ist auch, ja, was, ist auch was Technisches. Genau, ja. Technik vor. Und wenn du jetzt so das vergleichst von früher, wie du aufgewachsen bist, zu den Strategien oder Fähigkeiten, wie du jetzt mit deinem Team umgehst. Ne? Du hast ja 9 Mitarbeiter, sehr gemischt. Irgendwie so doch ein bisschen mehr Männer als Frauen. Ja. Was hast du davon übernommen von früher auf jetzt, wie du mit dem Team umgehst? Du meinst so aus meiner Kindheit? Ja. Oder? Gott, weiß ich jetzt auch gar nicht genau, ob ich da irgendwas übernommen habe. Aber ich weiß nicht, ich versuche einfach immer möglichst fair mit meinen Mitarbeitern umzugehen und sie gleich zu behandeln und eben nicht irgendwie Männer oder Frauen zu bevorurteilen oder zu sagen, okay, das ist jetzt was Technisches, das gebe ich jetzt den Männern oder so. Oder auch genauso, es muss immer bei uns jemand ans Telefon gehen oder an Empfang gehen. Sie halt auch darauf achte, dass ich das nicht immer automatisch einem Mädchen zuordne oder einer Frau zuordne. Okay. So, ne? Sondern dass das einfach gleichberechtigt ist. Okay. Wir haben jetzt zum Beispiel auch jemanden für die Büroorganisation, also Post annehmen, wegbringen, Büromaterial bestellen. Das macht ein Mann zum Beispiel bei uns. Ah ja, okay. Weil das ist ja tatsächlich sowas, das ist in vielen Büros ja doch so, ne? Diese Büroorganisation, das ist dann in weiblicher Hand, ne? Ja. Protokoll schreiben, ach, das kann doch sie. Ja, das sind immer so schön, also das ist auch in den Trainings sehr schön, wenn es dann heißt, irgendwie am Flipchart was ausarbeiten und dann zu präsentieren. Also meine Erfahrung ist, dass der Lieblingsspruch von den Männern immer ist, ah, meine Handschrift kann man nicht so lesen. Und dann kommen sofort die Mädels und sagen, ja, meine schon. Präsentieren tun es dann meistens die Männer. Also das ist so meine Erfahrung. Ja. Ja, also das ist tatsächlich so, dass wir es auch schon lieber sehen, wenn tatsächlich bei uns Frauen ans Telefon gehen. Das liegt einfach daran, dass Frauen manchmal am Telefon einfach ein bisschen netter, freundlicher, nettere Stimme vielleicht auch. Auch vielleicht mal mehr so einen kleinen Schnack irgendwie drauf haben. So, ja, okay. Ne? Aber das, weil wir es eben nicht so umgreifend dann durchsetzen wollen, diese Klischees, sage ich mal. Ne? Aber da achtest du denn schon bewusst drauf? Ja, also da gucken wir schon drauf. Also wir gucken natürlich auch im Büro, wer auch natürlich ein bisschen talentiert ist. Also die Stärken. Genau, Stärken und so. Und Schwächen, ja. Und das Spannende ist ja, dass Sophie jetzt mit ihrem Mann Tomek das Büro hat und noch mit Matthias. Und, mit Henrik. Wieso sage ich immer, das schneiden wir gleich nochmal raus. Und zwar... Das Spannende ist ja auch, dass Sophie das Büro mit ihrem Mann, mit Tomek, leitet und als Partner, als Geschäftspartner auch noch Henrik hat. Also so eine Dreierkombi, zwei Männer und du. Ja. Jetzt, das finde ich super spannend, wie habt ihr denn da jetzt mal so Aufgaben aufgeteilt? Ne? Da gibt es ja ganz unterschiedliche, ihr müsst ja auch mal auf dem Bau, ne? Dann habt ihr mit Eigentümern, mit Nachbarn zu tun, mit dem Bauamt und sowas. Ne? Also allumfassend, habt ihr da euch mal überlegt, okay, was kann Sophie besonders gut, was kann Tomek oder was kann Henrik besonders gut? Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir uns das so strategisch mal überlegt haben oder ob wir da einfach so in diese Rollen reingerutscht sind, so mit der Zeit.
Also es hat natürlich zum einen auch damit mit unserer Fachkenntnis zu tun. Also es hat sich einfach so entwickelt, dass Henrik einfach technisch sehr versiert ist. Er ist ja auch schon ein bisschen älter und hatte eben auch einfach ein bisschen mehr Bauerfahrung. Mhm. Ich habe ja nach dem Studium, habe ich nicht direkt auf dem Bau gearbeitet. Hat sich bei mir so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich viel so Baurecht mache. Mhm. Und so Grundstücksentwicklung oder Akquiseleistungen mache ich jetzt eben auch viel in unserem Büro. Und Tomek, dadurch, dass er eben auch in der Projektentwicklung gearbeitet hat, macht so ein bisschen unsere Wirtschaftlichkeiten im Büro. Mhm. Die Development-Kalkulation bei Projekten, ob eben ein Projekt einfach wirtschaftlich ist, ob wir wirtschaftlich arbeiten, wie wirtschaftlich arbeiten unsere Mitarbeiter, so Projektauswertungen und sowas. Okay. Und was für Fähigkeiten brauchst du jetzt, wenn du zum Thema Baurecht und Akquise unterwegs bist? Was sind so deine Stärken, die dich da erfolgreich machen? Ja, also witzigerweise hat sich tatsächlich immer so ein bisschen herausgestellt, also Henrik und ich haben zusammen in einem Architekturbüro gearbeitet und sehr lange und haben da auch ein paar Bauherren mitgenommen sozusagen. Mhm. Und obwohl sie uns eigentlich beide immer gleich gut kennen, ist es schon immer so die Tendenz, dass die Bauherren immer eher erst mich angerufen. Okay. Ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Bauherren, okay. Du bist eine attraktive junge Frau. Also wenn ich Bauherr wäre, würde ich auch dich anrufen und nicht den. Ja. Aber gut, das ist ja das eine. Aber du hast ja dann schon die Kompetenzen und Fähigkeiten, die so ein Bauherr auch braucht dann. Sonst würde er dich nicht anrufen. Ne? Klar. Also ich kann ihn dann beraten und wir machen dann immer meistens so ein Erstgespräch. Dann geht es weiter, dass wir ihm so ein Kurzangebot vielleicht machen. Mhm. Aber dann geht es ja los, dass wir dann auch die Leistungen innerhalb des Büros dann verteilen sozusagen. Ne? Aber tatsächlich so den Erstkontakt, Aufgabenstellung klären mit dem Bauherrn, auch diese Kostenthematik, Beauftragung von uns, das mache ich dann tatsächlich immer viel. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt euch das gar nicht so bewusst zurechtgelegt, sondern es hat sich irgendwann einfach so entwickelt, weil ihr eben aus den Feldern kommt und dann war es relativ klar, dass der eine das macht, was er am besten oder sie am besten. Ja, also sind wir irgendwie natürlich befreundet und ich bin ja mit meinem Mann auch verheiratet und deswegen hat es sich dann natürlich so auch entwickelt, dass wir gesagt haben, komm, wir machen uns selbstständig. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jemanden gesucht habe, der jetzt irgendwie meine Lücken besser füllt. Deswegen... Was nicht unbedingt einfacher ist, ne? Also wenn man jetzt so verheiratet ist und dann Unternehmen aufbaut, dann so stelle ich mir das vor, ja auch sehr viel Klarheit einfach da sein, ne? Dass das nicht sich so vermischt und dann Befindlichkeiten dann mitgenommen werden. Wir haben tatsächlich irgendwann mal gesagt, so lass uns mal zu Hause Berufliches ausklammern, weil es sich natürlich, so wie du sagst, oft vermischt, dass wir dann auch zu Hause über berufliche Sachen diskutieren und manchmal geht es dann natürlich auch ein bisschen heißer zu und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das doch dann mal irgendwie ein bisschen ausklammern und wenn ich auch nur über Job reden. So, ne? Ja. Was, ich habe das ganz vergessen zu sagen, also Sophie ist ja nicht nur alles das, was wir schon gesagt haben, sondern Sophie und Tomek haben ja auch einen bezaubernden Sohn von einem Jahr genau jetzt, hatte gerade Geburtstag diese Woche. Das ist das eine, also Mutter auch noch. Und nebenbei habt ihr jetzt, glaube ich, noch invasiv übernehmt ihr ganz Hamburg. Ich glaube, ihr habt 5, 6 Wohnungen oder sowas. Ja, wir haben tatsächlich 5 Ferienapartments und eine Wohnung. Okay, genau. Und die Ferienapartments, das ist ja auch etwas... die machen sich nicht von alleine sauber, die lassen sich nicht von alleine vermieten. Das ist zwar auch alles, glaube ich, online gut organisiert, aber da interessiert uns oder mich jetzt auch nochmal besonders, wie kriegst du das alles hin? Also Mutter, selbstständige Unternehmerin, dann die ganzen Ferienwohnungen noch. Mhm. Und ich weiß, du bist eine sehr umtriebige Person, du machst auch noch so privat ziemlich viel. Also du kommst ja dann nicht nach Hause, setzt dich aufs Sofa, glotzt da an und dann ist Ende. Also bist ja ständig irgendwie unterwegs. Was ist dein Geheimnis? Wie kriegst du das hin? Hast du da irgendwelche Tipps? Was muss Frau achten, wenn so viele Rollen ineinander fließen? Ja, also grundsätzlich ist es vielleicht auch ein bisschen so eine Charakterfrage. Also mir macht es halt auch einfach Spaß irgendwie. Ich muss mich nicht zu Sachen zwingen. Ich arbeite auch gerne. Ich habe einfach einen Job, der mir unheimlich viel Spaß macht. Ich erzähle mal ganz witzigerweise ganz am Anfang, als ich Aufträge bekommen habe, da habe ich mich immer gefreut, dass ich dafür Geld bekomme. Weil ich hätte es eigentlich auch umsonst gemacht.
Ja, ja, okay. Also genau. Das ist natürlich einfach so auch die Leidenschaft, so, ne? Dass es mir Spaß macht. Klar habe ich auch viele Bereiche in meinem Job, die mir nicht so viel Spaß machen, aber dann muss man Zähne zusammenbeißen und da auch durch. Das heißt, dass dadurch, dass dir das Spaß macht, dadurch, dass du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast, fühlt sich das alles nicht so schwer an und es ist nicht so anstrengend? Das ist eine Sache, oder? Ja, also klar, es ist manchmal auch zeitweilig auch sehr anstrengend. Wir haben ja dann auch, während wir unser Büro gehabt haben, auch noch ein Haus gebaut. Das war wirklich so eine... Ach ja, sie haben auch noch ein Haus gebaut. Nebenbei noch. Ich glaube, Jorve, hochschwanger, ne? Oder? Ja. Ja, okay. Genau. Wir haben es nicht ganz geschafft mit ihr Geburt und Einzug, aber fast. Ja, das war, glaube ich, echt, das war eine harte Zeit so. Ich war schwanger, wir haben das Büro gehabt und wir haben noch gebaut. So, ja. Ne? Da habe ich dann auch irgendwann mal gedacht, so, okay, so, jetzt müsst ihr auch mal wieder einen Gang runter scheinen. Ja. Ja. Aber das war uns auch klar, als wir das Grundstück gekauft haben, dass das wirklich mal eine harte Zeit wird. Aber das ist ja dann auch, irgendwann ist ja auch Licht am Tunnel und ja. Man freut sich. Und das ist ja und dann das ist sehr schön geworden. Ja, danke schön. Wir sitzen nämlich gerade hier in dem schönen Haus. Ja, also Spaß und Leidenschaft ist schon mal viel wert. Mhm. So, ne? Gut, das ist eine Sache. Dann gibt es Männer und Frauen, die jetzt eine Sache, die eine Arbeit haben, die ihnen Spaß macht und sagen, ja, trotzdem am Ende des Tages fehlen mir immer 5 Stunden. Mhm. Und wie kriegst du das hin, dass du diese ganzen Sachen, diese Aufgaben doch am Ende des Tages so hinkriegst, dass alles erfolgreich ist, dass das Kind zufrieden ist, der Mann zufrieden ist? Ja, ja. Also witzigerweise ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, selbstständige und angestellte Personen immer ein bisschen anders denken, anders mit Geld umgehen und anders mit Zeit umgehen. Mhm. Und ich musste es tatsächlich auch ein bisschen lernen und da hat mir auch Tomek immer viel geholfen, einfach mal zu sagen, Sophie, überleg doch mal, wenn du das jetzt machst oder wenn du jetzt sozusagen ins Büro gehst und arbeitest, was du dann verdienst und wenn du das jetzt einfach jemanden machen lässt für dich. So. Zum Beispiel, gib dir mal ein Beispiel, was also du machen lässt. Zum Beispiel Haushalt irgendwie. Also ich mache fast ehrlich gesagt nichts mehr im Haushalt. Mhm. Also ihr habt da eine Putzfrau, eine Putzhilfe? Genau, also ja. Wäsche und Haushalt sozusagen. Und die Zeit, die mir dann bleibt, die verbringe ich dann natürlich lieber irgendwie mit meinem Kind oder ich arbeite halt. Mhm. Dann haben wir es so organisiert, ich habe als Jorge... Also delegieren eigentlich. Ja. Also so, sag ich mal, das, was vielleicht viele denken so, boah, was kostet das denn? Aber jetzt muss ich, keine Ahnung, 18 Euro oder sowas die Stunde zahlen. Das ist so viel Geld. Aber dass du sagst, ja, das Geld ist es wert, weil ich verdiene in der Zeit mehr Geld. Deswegen investierst du das. Richtig, so Prioritäten setzen. Okay. Ne? So ein bisschen abwägen irgendwie. Und natürlich auch ein gutes Verhältnis zwischen... Arbeiten und Freizeit dadurch auch bekommen, ne? Weil ich möchte natürlich auch meinen Sohn irgendwie aufwachsen sehen und das ist kostbare Zeit, die ich mir dann irgendwie andersweilig hole und dafür dann Geld bezahle einfach. Ne? Ja, gut. Okay, also ein anderes Verhältnis einfach zum Geld zu haben, ne? Weil das, glaube ich, für viele schon so ein Schritt ist, ne? Zu sagen, ey, ich habe selber 2 Hände, ich kann selber putzen oder sowas. Ne? Und dann aber sagen, das ist jetzt so. Okay, und loslassen. Wie ist das denn zum Beispiel... das höre ich auch von vielen, die sagen, ja, klar, würde ich mir eine Haushälterin oder Putzfrau oder sowas nehmen, aber die putzt ja nicht so gut. Also wenn ich dann das mal, also wenn ich das denn sehe und sowas, dann mache ich das lieber selber. Ja, ja, das ist ein interessantes und gutes Thema. Tatsächlich muss man da dann einfach auch mal irgendwie, manchmal auch Kompromisse einfach eingehen. Ja. So, ne? Also klar, manchmal denke ich auch so, naja gut, das könnte sie jetzt irgendwie ein bisschen besser machen. Aber auf der anderen Seite denke ich dann immer so, das Gesamtkonzept muss auch irgendwie stimmen. Ne? Und man darf sich dann eben nicht an so Kleinigkeiten irgendwie aufregen oder aufhalten. Kompromisse machen. Und wie macht ihr das dann jetzt, du und Tomek zu Hause, die Organisation? Habt ihr da irgendwie eine Absprache, wer was macht? Geht einer keinen anderen einkaufen, der andere kocht? Mhm. Oder habt ihr da eine Absprache? Oder läuft das einfach? Ja, nicht immer. Das wär super. Wie kriegt ihr das denn? Ja. Also wir haben ja erstmal, ich habe ja relativ früh wieder angefangen zu arbeiten, als ich auch 3 Monate war, habe ich wieder angefangen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir eben die Mutter von Tomek einstellen konnten. Die hatte tatsächlich einen Buchhalterjob in einer anderen Firma und wir haben das sozusagen 1:1 getauscht. Also sie sollte natürlich jetzt auch nicht weniger Gehalt bekommen als Buchhalterin. Und jetzt ist sie sozusagen 8 Stunden dann bei uns und passt auf Jorge auf und macht das auch ganz toll. Und ich bin natürlich auch froh, dass es irgendwie die Oma ist, die natürlich auch viel Liebe in das Kind dann reinsteckt und in guten Händen einfach ist, wenn ich dann auch entspannt dann arbeiten kann. Also das ist natürlich so eine Sache, ne, dass man irgendwie
ja auch gucken muss, dass sein Kind natürlich gut versorgt ist, weil man natürlich auch irgendwie die Ruhe dann haben will und man will natürlich auch jetzt nicht gestresst sein. Mhm. So, ne? Genau, und jetzt zu Tomek. Genau, wir haben das so organisiert, sie ist immer bis 16 Uhr da. Mhm. Und an zwei Tagen fährt er dann eben einfach um 16 Uhr nach Hause und ich arbeite dann länger, bin dann länger im Büro und die anderen drei Tage bin ich um 16 Uhr zu Hause. Ah ja, also relativ pari, also recht gut aufgeteilt. Ja, ich finde das auch ganz schön, dass er dann auch einfach irgendwie mal Zeit mit ihm alleine hat, auch mal sieht, wie das ist mit Kind. Ja. Und dass die auch einfach... Und wie wird das im Büro aufgenommen? Wie, sagen wir so, wie ungefähr ist der Altersdurchschnitt eurer Mitarbeiter? Sind das eher unter 30 oder 30 bis 40? Nee, wir sind relativ jung. Also gut, wir sind ja auch noch relativ jung, aber die sind tatsächlich so Anfang 30, so in unserem 30. Alter. Okay. Genau. Und ist das ein anderes Denken? Weil das ist ja auch sehr interessant, dass eben der Chef zweimal die Woche und du dreimal die Woche einfach früher Feierabend machen, um eben zum Kind zu gehen. Ist das normal bei denen? Also sagen die, das ist klar? Oder sagen manche, naja, also Sophie, ich meine, das ist ja die Mutter, die könnte ruhig ja immer mehr oder so zu Hause sein. Ach, ich glaube, dadurch, dass das relativ junge Mitarbeiter... Das ist eine andere Generation. Genau, ist eine andere Generation und ich weiß gar nicht, ob die sich da so Gedanken drüber machen. Nee. Ich glaube, das ist dann einfach das irgendwie ist das so. Ich weiß ja nicht, was sie untereinander reden, aber ich habe jetzt noch nichts anderes. Ich habe das in großen Unternehmen, wo einfach so schon sehr starre Strukturen da sind. Mhm. Da hatte ich neulich auch mal ein Gespräch mit einem Mann, der eben sagte, naja, ich bin jetzt der Erste, es ist schon auch schon vielleicht ein paar Jahre her, ich bin jetzt der Erste, der jetzt Elternzeit beantragt. Mhm. Ne? Also, und werde dann halt komisch angeguckt. Ne? Ja. Und das ist eben halt schön mitzukriegen, dass es doch jetzt einen Generationswechsel gibt, wo es immer mehr normaler wird. Ja, ne? Ich glaube auch, dass das jetzt auf jeden Fall der Fall ist, dass viele Männer jetzt auch, gut, es wird ja natürlich auch vom Staat jetzt irgendwie gefördert, ne, dass die Väter das auch mal machen. Wobei, das sind halt diese 2 Monate. Ne? Das ist, ich glaube, wenn du 2 Monate Elternzeit machst als Vater, dann kriegst du halt den vollen Bezug. Ne? Und sonst eben nur, keine Ahnung, 10 Monate, glaube ich, Elterngeld. Genau, also wenn der Vater das auch mitmacht, dann gibt es 2 Monate mehr, aber es kann auch die Aufteilung sein, dass die Mutter irgendwie 6 Monate oder 8 Monate macht und der Vater 6 Monate zum Beispiel. Ja, ne? Genau. Das geht ja auch. Ja, ja, das ist, also ich habe mir jetzt ein paar Sachen mitgeschrieben, die du, aber ich möchte einmal nochmal von dir einmal hören, was du, wenn du zusammenfasst, wenn dich jemand fragt, ne, also eine junge Mutter, die jetzt auch sich selbstständig vielleicht machen will, in welchem Job auch immer, und die fragt so, sag mal Sophie, was kannst du mir denn jetzt für 3 Tipps mitgeben, dass ich auch so erfolgreich werde wie du? Was würdest du denen aus dem Bauch heraus einfach mitgeben? Also meinst du generell oder speziell tatsächlich Müttern, die sich selbstständig machen wollen? Das ist eine gute oder? Frage. Warte mal, ist das Mütter vielleicht gar nicht... Nur, also wirklich Frauen, junge Frauen, die sagen, du hast so viel erreicht, wie hast du es geschafft, was gibst du mir mit auf dem Weg, worauf soll ich achten? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich nicht gleich in die Selbstständigkeit stürzt, sondern dass man erstmal sein Studium beendet, vielleicht auch während des Studiums schon mal ein bisschen reinschnuppert, in der Firma arbeitet und dann nach dem Studium wirklich 3, 4, 5 Jahre mal woanders Fehler machen, die man dann nicht selber bezahlen muss. Ist auch ein guter Punkt. Kontakte knüpfen, einfach schon mal in der Branche ankommen. Und dann kann man das alles viel besser einschätzen. Man kann es vielleicht auch, dann kriegt man es vielleicht auch so hin, wie ich es gemacht habe, dass ich dann halbtags weitergearbeitet habe, Geld verdient habe und dann nebenbei dann halbtags sozusagen meine Selbstständigkeit vorbereiten konnte. Weil natürlich muss man auch irgendwie Geld verdienen und wenn man sich selbstständig macht, ist das am Anfang häufig nicht so. Ja, und ich kann mir vorstellen, jetzt bei dir auch in der Branche, da musst du ja auch erstmal was vorweisen können. Ne? Also da kommt ja nicht ein Bauherr und sagt, ach Mensch, die Sophie Bus, die sieht ja ganz nett aus, der traue ich jetzt mal das und das zu, sondern musst ja irgendwo auch erstmal Proof of Concept haben, dass der überhaupt auf dich aufmerksam wird und dir das zutraut. Da geht es ja einfach um viel Geld. Ne? Also das ist auch witzig. Wir hatten ganz am Anfang, als wir uns selbstständig gemacht haben, eine Liste erstellt, mit Akquise, also eine Akquiseliste mit Leuten, die wir anrufen wollten oder essen gehen wollten. Ja. Wir haben uns mit keinem von dieser Liste getroffen, weil es dann irgendwann einfach so von alleine lief.
So, wir haben dann Bauherren mitgenommen, die wir eben kannten, die wussten, kannten unsere oder konnten unsere Arbeit zu schätzen wissen, wussten, dass wir Projekte gut abwickeln können. Und die haben uns dann auch wieder für neue Projekte beauftragt. Und so ging das dann weiter. Das ist alles nur über Mundpropaganda. Also im Grunde ist auch bei dir jetzt im Job das Netzwerk entscheidend. Ja. Ne? Also dass du erstmal, wie du gesagt hast, irgendwie dich nicht gleich selbstständig machst, sondern erstmal arbeitest, Erfahrungen sammelst, dann, das fand ich einen coolen Satz, Fehler nicht selber bezahlen musst. Ja. Und dass du dann eben an deinem Netzwerk arbeitest, ne? Genau. Ja. Den pflegt und und dann und wenn es läuft, dann läuft es, ne? Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Genau, weil es ist, schwingt sich einfach rum, so, ne? Ja. Wenn es einmal funktioniert hat, dann ist es einfach so. Ja, sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt schon 25 Minuten dabei. Ich würde jetzt gerne einmal noch, was habe ich denn hier noch? Genau, mit Frauen, du bist ja im gemischten Team unterwegs. Siehst du da, habt ihr da Hierarchien eigentlich? Also das, also ihr seid Geschäftsführung, Inhaber. Und gibt es danach darunter noch so Hierarchien, irgendwie, keine Ahnung, Projektentwickler, Senior oder ich weiß nicht? Also grundsätzlich haben wir sehr flache Hierarchien. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb unser Büro ganz gut funktioniert und alle, glaube ich, auch Spaß bei uns haben, dass wir eben nicht so diese klassischen Chefs sind. So, ne? Ich komme auch mit dem Fahrrad zur Arbeit und meine Mitarbeiter genauso. Und, aber wir haben natürlich schon Projektleiter, die dann eben Erfahrung haben, die Projekte abwickeln und dann haben wir zum Beispiel Auszubildende. Und dann ist Azubis habt ihr auch, ne? Genau. Stimmt. Wie viel habt ihr da? Wir haben 4 Azubis. 4 Azubis. Projektleiter, Azubis, ja klar, da ist dann schon eine Hierarchie auch da. Genau. Ne? Und wenn jetzt der Projektleiter, wie viel habt ihr davon? 1 oder 2 oder wie viel sind das? Projektleiter haben wir 4. 4 Projektleiter, okay. Und sind das dann gleichermaßen Männer und Frauen? Oder? Ja, okay. Genau. Und hast du da, wenn du die mal anschaust, die 4 Projektleiter oder auch die Frauen, stellst du da Unterschiede fest, wie die an die Projekte rangehen? Also Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Mhm. Ja, das ist tatsächlich interessant, dass die Frauen immer gerne Projekte zielführend sozusagen abarbeiten und auch schon mal ein bisschen vorausschauender arbeiten. Ich glaube, man kann es jetzt nicht immer so generell pauschalieren, aber das ist das, was mir schon mal so aufgefallen ist. Und dass Männer gern auch häufig erst aktiv werden und dann aber natürlich auch gut aktiv werden, wenn es dann tatsächlich drauf ankommt. So, ne? Okay. Also wenn es dann manchmal auch tatsächlich schon brennt. So, Also dieses Deadline-Junkie oder so immer auf den letzten Drücker. Ja, genau. Okay. So die gerne Nachtschichten machen. So, ich habe zum Beispiel im Studium auch nie Nachtschichten geschoben. Und viele von meinen Kollegen mussten immer Nachtschichten machen. Also weil irgendwie dann auf einmal kommt alles zusammen. Ja, und dann, weil sie dann nicht so vorausschauend ihre Arbeit sozusagen eingeteilt haben, sondern dann musste es dann, die arbeiten gerne so unter Druck, denke ich manchmal. Okay. Und das Ergebnis ist dann aber bei beiden gleich? Ja, und klar. Also manchmal ist es dann natürlich so, dass es dann unter Druck leidet natürlich auch manchmal so ein bisschen die Arbeit, aber... Da können mehr Fehler wahrscheinlich auch entstehen, ja, ne? Ja, also ich bin auch eher so der Typ, ich habe lieber ein bisschen Luft, prüfe es lieber nochmal und schicke lieber Sachen vor Deadline ab. So. Und wenn du die so beobachtest, die einen sind gleich von... Also die Frauen zielführend arbeiten ab und haben dann auch Luft, müssen nicht die Nachtschichten machen, sind die dann in der Art, wie sie das Team oder auch die Leute, mit denen sie arbeiten... Sind sie dann damit entspannter oder ist das dann ruhiger oder ist das, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also Hektik ist jetzt bei den Männern jetzt auch eher selten. Auch eher so die Ruhe selbst. Nee, das kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Also in unserem Büro ist es eigentlich auch nicht so wie im klassischen Architekturbüro. Das ist da. Also wir machen ja auch keine Wettbewerbe so, ne? Das ist dann häufig. Ach so, okay, sehr stressig. Diese Ausschreibung. Ja, wo du dann auch tatsächlich dann innerhalb von 2 Wochen einen ganzen Entwurf abgeben musst. Ach so, okay. Macht ihr das bewusst nicht? Weil das so stressig ist? Oder? Ja, wir haben es tatsächlich ganz am Anfang mal gemacht. Das ist sehr stressig und es gibt natürlich wenig Geld. Und es ist eigentlich jetzt nicht so ein Bereich, den wir unbedingt machen wollen. Okay. Ja, was hatte ich mir denn noch so Schönes aufgeschrieben? Genau.
die Nuggets, das haben wir schon mal, genau, du hattest gesagt, nicht gleich selbstständig machen, Fehler nicht selber bezahlen, sondern erstmal Erfahrung sammeln und das Netzwerk, genau. Ja, und was natürlich auch wirklich gut ist, ist wirklich, wenn man auch einen Partner hat, ne, oder sogar zwei Partner. Einfach, das ist, man entscheidet einfach zusammen. Wir sind jetzt sogar zu dritt, das ist natürlich optimal, sag ich mal, weil immer eine Entscheidung gefällt wird. Ja, das stimmt. Es gibt nicht so, okay, wir stimmen morgen nochmal ab, wer ist dafür? Und es ist auch nicht so, dass ich mit meinem Mann immer auf einer Seite bin, sondern tatsächlich bin ich und Henrik meistens auf einer Seite. Sonst könnte sich natürlich Henrik auch ein bisschen benachteiligt fühlen, ja, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dieses selbstständig machen, nicht alleine, sondern gemeinsam. Und ich glaube auch so ein bisschen, um auch Tiefen mal zu überstehen. Ne? Wenn du alleine bist, dann kommst du da vielleicht auch schlechter wieder raus, wenn du in so einem schlechten Zustand gerade bist. Ne? Klar, sich gegenseitig motivieren. Auch natürlich im Job hat man natürlich auch in den Projekten immer mal wieder Tiefs, ne? Wo man dann irgendwie aneckt mit Bauherren, wo man denkt so, hey, lag das jetzt an mir oder war da jetzt die Kommunikation komisch und dann erzählt man dem anderen das und dann... Dann ist es eigentlich schon wieder aus der Welt geschafft. Genau, das ist das immer meistens, dass man es einmal loswerden muss. Ne? Genau. Ja, da sind schon total viele tolle Sachen dabei. Auch das, was mir sehr gut gefallen hat, eben halt dieses mit Leidenschaft dabei, weil ich das oft höre von jungen Menschen, die sagen, oh, ich weiß nicht nach der Schule und ich weiß nicht, was ich machen soll. Eigentlich spiele ich ja total gerne Klavier und liebe Musik, aber damit kann man ja kein Geld verdienen und sowas. Yes. Ne? Und dann ist es so, dass ich oftmals denke, naja, sicherlich ist es im ersten Moment nicht so offensichtlich, aber komm doch erstmal ins Tun und probier doch mal aus, was damit möglich ist. Und wenn du nämlich diese Leidenschaft entdeckt hast, dann ergibt sich einfach auch das eine ums andere. Weil Menschen, so das ist meine Erfahrung, die mit Leidenschaft irgendwo dabei sind, die ziehen einfach auch andere Menschen an. Mhm. Und dann werden andere Menschen aufmerksam, weil die einfach das Strahlen in den Augen sehen. Ne? Und dann kommt alles so zusammen. Ja. Also es kann auch nur funktionieren, glaube ich. Man kann nur erfolgreich sein, wenn man auch Spaß dabei hat. Also wenn das fehlt und wenn man sich einen Job nicht danach aussucht, ob man Freude dran hat, sondern einfach, weil man denkt, okay, das ist jetzt ein sicherer Job oder Eltern finden das gut, dann kann man, glaube ich, auch nicht erfolgreich sein. So. Nee, auf jeden Fall nicht erfolgreich. Vielleicht verdient man dann irgendwie Geld, aber dieses erfolgreich ist ja auch nicht nur nachher, was auf dem Konto ist, sondern auch, wie du dich dabei fühlst, genau. Ne? Wie es dir geht im Leben. Glücklich und sein zum glücklich Beispiel sein, ist ja auch eine Form des erfolgreich Genau, Seins, glücklich ja. sein und es immer wieder begeistert auch machen. So den morgens aufstehen und sagen, geiler Tag. Ja. Genau, gerne zur Arbeit gehen, das ist ja auch wichtig. Ja. Einfach, ne? Dass man morgens aufsteht und sich aufs Buch freut irgendwie. Ja, und nicht so, oh, schon wieder, oh, wann ist endlich Freitag? Oh nein, heute ist Montag. Ja, ja. Und dann, ich finde das auch so schön, den Spruch, so, es ist nicht der Montag, der scheiße ist, sondern vielleicht dein Job. Ja. Wenn du echt Schwierigkeiten hast, immer montags aufzustehen, dann solltest du dir wirklich Gedanken machen, ob das jetzt noch das Richtige ist. Ja. Wenn du jetzt 5 Jahre später mal in die Glaskugel guckst, wo ist, und ich habe das, den Namen noch gar nicht gesagt, das Büro heißt PB2, ist in Hamburg, in der City. Sag mir nochmal die Adresse. Großer Burster. Ah, Großer Burster, da machst du eine Mega-Adresse. PB2, genau. Wenn du in die Glaskugel guckst und dir wünschen würdest, wie es in 5 Jahren aussieht mit PB2. Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil wir tatsächlich, wir drei Partner, uns auch häufig zusammensetzen, gerne mal mit einem Glas Wein abends, weil wir ja auch irgendwie befreundet sind, und auch philosophieren, okay, wo soll es eigentlich hingehen, was haben wir für persönliche Wünsche und Vorstellungen. Und ich glaube, das ist auch wichtig in der Partnerschaft, auch, dass man eben einfach auch mal guckt, so ist dann auch jeder Einzelne noch zufrieden mit dem, was er macht. Das ist dann auch immer häufig bei uns Thema. Und wir haben einfach gesagt, wir würden gerne mehr eigene Projekte machen. Also tatsächlich, dass wir auch mal selber Bauherr sind. Mhm. Das heißt, dass ihr kauft dann Grundstücke und dann bespielt ihr die selber, so wie ihr euch das vorstellt. Genau, würden wir selber sozusagen Bauherr sein und dann können wir natürlich auch selber die Architektur bestimmen. Und seid ihr noch freier? Dann sind wir noch freier, genau. Und das ist so ein bisschen das Ziel eigentlich. Aber letztendlich haben wir nicht das Ziel, irgendwie viel größer zu werden. Wir sind eigentlich so zufrieden mit 12 Mann. Mhm. Eine schöne Größe. Wir können noch super zusammen was machen. Wir passen alle noch in ein Boot. Ja. Ein Bus auch. Also, dass wir immer viel zusammen machen irgendwie. Ja. Wir wollen jetzt auch zu Weihnachten wieder ein Haus mieten und ein Wochenende mit denen verbringen. Also sehr eng und familiär ist das Ganze. Genau, schon. Also es soll schon auch freundschaftlich sein. Und das ist uns auch wichtig, dass wir auch einfach...
gerne ins Büro gehen und unsere Mitarbeiter und dass wir einfach ja, irgendwie auch eine Art von Freundschaft irgendwie haben. Ist das auch so ein Geheimnis, wo du sagen würdest, dass das hat euch auch dahin gebracht, wo ihr seid, weil das eben alles sehr persönlich und familiär ist? Ja, das kann schon auch ein Grund sein irgendwie. Also wir haben ja auch tatsächlich, sind zwei von unseren Mitarbeitern auch gute Freunde von uns. So, ne? Das hat sich natürlich dann auch so ein bisschen herauskristallisiert, dass man natürlich auch befreundet ist, wenn man in der Branche dann arbeitet. Aber das funktioniert einfach gut so. Ne? Man hat irgendwie gleiche Interessen und ja, und dann ist das die Atmosphäre im Büro auch gleich eine ganz andere. Schön. Sehr cool. Ja, ich keine Ahnung, ich meine, vielleicht möchte sich ja mal jemand als Praktikant bei PB2 bewerben. Macht ihr sowas eigentlich? Habt ihr für so einen Praktikanten Platz? Oder? Ja, also tatsächlich, weil wir unser Büro in der City haben, ne, ist, tatsächlich haben wir immer wenig Arbeitsplätze, die frei sind, aber so mal bewerben gerne mal. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euren Mitarbeitern einfach auch da bleiben, ne, weil die sich sehr wohl fühlen. Ja. Aber... Wer weiß, und vielleicht möchte jemand ein Grundstück loswerden, ne, wo es ist, und kann dann ein tolles Haus oder mehrere oder Wohn- und Büro und Gewerbe macht ihr ja auch. Ja, genau. Also das packe ich mal in die Shownotes, wenn es okay ist, PB2. Und dann danke ich dir recht herzlich für die Zeit. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist einfach auch für unsere Frauen, für die zum Seminar kommen oder auch nicht zum Seminar kommen, einfach weil es immer mal so Wege gibt und das ist ja auch eine Vorbildkarriere, sag ich mal, die du da hingelegt hast, und das ein oder andere inspiriert vielleicht. Und dann kann man sagen, boah, ja stimmt, das habe ich jetzt nur so noch gar nicht gesehen. Und das wünsche ich mir sehr und freue mich, und dann vielen Dank. Ja, gerne.